Hallo und herzlich willkommen zurück. Nein, nicht hinfallen. Mit der fetten Ramme auf dem Rücken könnte das schmerzhaft werden. Ja, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Wir müssen uns hier hinten hinbegeben, denn wir sollen ja Äther-Container holen. Und hier stehen auch schon welche. You will be needing the transport cases, right? Fiora. Die war schneller als wir. I'm coming along as well. I'd feel better going with you boys than sitting at home worrying about you. So, let's get moving. I knew she didn't trust me. Looks like it. Scheint so. Wundervoll. Und damit haben wir nun drei Gruppenmitglieder. Und jetzt können wir auch die Gruppenleiste nutzen. Die funktioniert nur mit drei Leuten. Können wir das Harmoniegespräch benutzen? Ja, zwischen den beiden. Ach so, ich brauche zwischen den beiden eine grüne Harmonie. Da haben wir aber nur Geld. Na gut. Und hier vorne war doch der. Ah, du, hier hast die Quest. Yes. Wenn ihr in die Höhle geht, könnt ihr einen Weidenhasor besiegen. Die sind eine echte Plage, weil sie immer in Gruppen angreifen. Ein Weidenhasor. Ja, das sollten wir hinkriegen. Wenn ihr das schafft, wird die Tefra-Höhle etwas sicher. Ist doch kein Problem, mein Freund. Wir sind zwar nur Forscher, aber die fette Waffe auf dem Rücken wird's schon richten. Und da sehen wir auch, wo wir uns eigentlich befinden. Und zwar ist das hier das Bein des Bayonets. Gegentypus, genau. Normale Typen greifen an, wenn sie angegriffen werden. Visuell greifen bei Blickkontakt an. Und da gibt es welche, an denen kann man sich theoretisch so vorbeischleichen. Die hören, wenn man läuft. Genau, die Punkte bedeuten, die greifen an, wenn der Gruppenleader greift. Ah, ja, Seitenstich. Wir könnten ein bisschen Heilung gebrauchen. Und damit haben wir die Mission erfüllt. Schöner Wirbelangriff. Keine Ahnung, was das wird. Wow. Unbelohnung. Wie wird das auch erledigt? Ah ja, und die Harmonieleiste, die ihr jetzt oben links sehen könnt. Jeder Balken bedeutet eine Wiederbelebung, falls jemand zu Boden gehen sollte, und mit dem kompletten Balken, wenn der gefüllt ist, kann man den Combo-Angriff ausführen. Kellerwurm, Stufe 10, wir sind Stufe 7 und einmal Stufe 6. Da down bringen, hier nicht schlimm ist. Okay, gut. Das war's mit Fiora, das war's mit mir. Und das war's mit ihm. Das passiert, wenn man einen Gegner mit Namen angreift. Ja, dann kommen wir halt am letzten passierten Reisepunkt wieder raus.
Und mit einer Leiste können wir halt den Kampf fortsetzen. Da habt ihr jetzt auch mal gesehen, was passiert, wenn man es nicht schafft. Ja, falscher Gegner. Wow, die mir geworfen. Ja, das funktioniert. So. Mit Tannenzonde erhalten. Das Problem ist, der Gegner hier ist visuell. Also der greift dann, sobald er uns sieht, aber wir können hier lang gehen. Und hier oben sieht er uns nicht. Also die Entwickler wussten schon, auf was man sich hier einlässt. Zweimal Stufe 4 und einmal Stufe 7. Und nochmal von der Seite rein. Los, macht sie fertig. Komm, ich will von der Seite. Okay, gut. Ich wollte eigentlich nur einen Seitenangriff machen. So, der greift bei Sicht an. Oh. Vielleicht sollten wir uns von dem fernhalten. So, geschafft. Manchmal ist Flucht die bessere Option. Are these the Magmal ruins? Haven't you been here before? Nope. The Defense Force often uses it for training, but I come here to do research. It's not really a place that people go. Not surprising. There are monsters around here that use Mekon parts as armor. Was this built by the Mekon? I don't think so. There's a path for people to get in. It might have been a vehicle of some kind. Like the Defense Force hover transports. A vehicle? But it's so big. It's amazing technology. I wonder what kind of people made it. I ain't got a clue. Vielleicht von Mor Ardain. Let's keep moving. Werden wir schon noch sehr viel später hören, den Namen. Right. Ich habe noch gar nicht gesagt, weshalb ich mich dafür entschieden habe, diese Spiele zu spielen. Naja, Schnellreise. Und zwar ist es so, ich habe mit dem Teil damals angefangen. Und ich bin nicht so wirklich mit dem Spiel warm geworden. Bin zwar recht weit gekommen, eventuell so Mitte des Spiels, keine Ahnung, wie weit ich wirklich war. Aber dann habe ich später gesehen, es gibt einen zweiten Teil. Habe dann halt Xenoblade Chronicles 2 gespielt und habe mich quasi in das Spiel verliebt.
fand die Charaktere super, die Story war herrlich. Ich habe das Spiel verschlungen, bis zum geht nicht mehr und habe dann irgendwann auch durchgehabt. Und war extrem fasziniert vom Spiel. Dann hatte ich mir vorgenommen, Xenoblade 1 nochmal durchzuspielen. Oder was heißt doch mal überhaupt mal durchzuspielen. Aber das Problem war, gibt es halt nur für die Wii. Und ich habe keine Wii. Und dann habe ich gesehen, okay, gibt Xenoblade Chronicles 3. Möchte ich haben. Öffnet sich momentan nicht, ne? Okay. Dann wahrscheinlich werden wir hier durchgehen. Mel-Echsen! Erstmal den Fang. Ja, und dann habe ich halt erfahren, dass die Geschichte... Oh oh. Dann habe ich halt erfahren, dass der dritte Teil mit dem zweiten zusammenhing. Okay, ich glaube, das schaffen wir nicht. Naja. Angriffsketten. Auf jeden Fall, Teil 2 und 3 hängen definitiv zusammen. Das habe ich herausgefunden. Oder war jetzt schwierig, jetzt nicht mitzuspielen. Ich glaube, die kriegen wir nicht. Und dann habe ich später herausgefunden, dass Teil 1 und 2 auch zusammenhängen. Also, dass es eine einheitliche Story ist. Gemütlicher Modus. Verringert den Schwierigkeitsgrad von Kämpfen. Das muss ja jetzt nicht sein. Nein, ich möchte ihn nicht aktivieren. Genau, Kolonie 9 würde ich gerne. Dahin. Ja, und da ich die Story im zweiten Teil schon super fand und die das, was ich leider als Spoiler gesehen habe, was dann im dritten Teil passiert, das ich auch super fand, habe ich mir gedacht, wenn ich die Story schon kennenlernen will, mache ich es wenigstens richtig und mache dann alle drei. Und da ich eh den Kanal habe, habe ich mir gedacht, was ist okay, jetzt mit Play. So, und jetzt haben wir ja hier unten noch einen starken Feind mit Level 5. Erstmal das Raub angreifen. Kriegen wir nämlich auch ein bisschen Ausrüstung. Vielleicht hilft uns das ja. Schon sehen, weil Fiora auch gleich aufsteigt. Kann ich gleich mal nachgucken. Ausrüstung. Schwert haben wir immer noch das. Na, okay. Wir können... Huch. Ätherkraft. Hm. Na, kann ich sogar aufbauen.
So, hat physischer. Das ist mittlerer Schmuck, Typ Mittel. So, ist ausgerüstet. Wenn es weniger Ätherabwehr, aber dafür mehr physische Abwehr, das ist gut. Also kann ich jetzt mein Bier anpassen. So, aber hier steht ja passiv mittlere Rüstung, okay. Hier haben wir jetzt Mut. Unser Mut ist jetzt erhöht. Also ich kann jetzt sagen, was ich möchte. Na gut, kann ich noch eine Technik verbessern? Ja, leichte Heilung möchte ich gerne verbessern. Das ist noch zu teuer. Nehmen wir den Hammerschlag mal noch. Und den Knochenhaken. Noch können wir eh ausrüsten. So, und schon sind wir etwas stärker. Und schon sehen wir, der ist Level 5 und wir haben trotzdem mit dem Schimpf gewonnen. Während wir bei anderen jetzt schon locker fertig sind, hält der immer noch gut durch. Ja, viel zu früh. Mission erfüllt. Wundervoll. Und einfach gleich eine dicke Truhe. Oh, gibt sogar gleich neue Waffen und alles. Hier, die Springmesser sind doch schon mal wesentlich stärker. Möchte aber auch noch, hier hatten wir doch genau. Stärke hoch plus 2 oder Stufe 2. Und mehr. Ja, hier hätten wir noch ein bisschen was, aber. Obwohl physischer Abwehr plus 2 geht immer. Mit der Rastier können wir uns noch ein bisschen geben. Für die Stile müssen wir, glaube ich, einfach nur ein Rüstungsteil finden in dem Stil. Jetzt ist nur die Frage, sind wir schon stark genug für die Höhle jetzt oder doch noch nicht? Ewig hier an Stufe 3er Gegnern zu leveln, ist ja jetzt auch nicht das Wahre.
Aber wir haben den Gegner besiegt, den wir besiegen wollten. Für die Quest. Zum Labor könnten wir eigentlich auch mal gehen. Das war hier oben. Quest erledigen zum EP sammeln und dann sollte das Ganze auch funktionieren. Großartig, jetzt kann ich sie reparieren. Und schon läuft sie wieder. Ab damit zu dieser Rehe. Irgendwas? Nö. Und da oben die Rammenteile. Der Rammenschild, die Rammenklinge und dann das Schwert, das wir auf dem Rücken tragen. Einfach ein bisschen sinnlos rumspringen. So, wo ist denn die Siree überhaupt? Da hinten. Und jetzt ist es Nacht. Hallo. Du hast sie repariert? Danke, Schalk. Ich werde in Zukunft besser auf sie achten. Versprochen. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Ich glaube sogar Harmonie. Was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass ich sie absichtlich kaputt gemacht habe, damit ich einen Grund habe, mit dir zu reden. Oh, nur Spaß, hoffe ich. Keine Sorge, so etwas würde ich natürlich nie tun. Danke nochmal, auf dich ist wirklich Verlass. Und wieder eine Mission erfüllt und wir kriegen physische Abwehr hoch. Nehmen wir natürlich gerne. Und was wir gerade gesehen haben, ich weiß nicht, wo das. Ja, das hier mit runter? Ja, Gebietsliste, oder? Nee. Ach ja, Harmoniediagramm. Und zwar diese Sterne. Ich weiß es nicht, wie es hier im Genauen ist. Ich weiß es nur aus dem zweiten Teil. Da konnte man, wenn man die Harmoniestufe einer Kolonie erhöht hat oder einer Siedlung, dann könnte man dort teilweise neue und damit auch bessere Sachen kaufen. Und wenn man alle Sachen eines Ladens gekauft hatte, konnte man den Laden übernehmen. Und somit halt bestimmte Boni freischalten. Zum Beispiel, keine Ahnung, 1% weniger physischen Schaden. Wie das hier ist, weiß ich natürlich nicht genau. Moment mal, wir haben doch noch den Ätherofen hier. Wenn wir den denn schon benutzen. Der Ätherofen ist kaputt, der funktioniert gerade nicht. Och nö. Ich komme einfach später vorbei. So, oh, was haben wir hier hinten? Das ist gar nicht hier, das da oben oder unten? Egal. Hoppala. Nur von Gemüse. Ihr Freunde, habt ihr schon mal getauscht? Ist viel übertauschen. Manche Dinge gibt es bei keinem Händler und keinem Monster. Diese kann man oft ertauschen. Müsst nur Leute finden, die gerne mit euch tauschen wollen. Ja, das wissen wir ja. Hi there. Ich will meinem Sohn eine Rüstung in seiner Größe anfertigen. Ich habe nur leider nicht genug kleine Schuppen. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Eine kleine Schuppe sammeln. Sollten wir hinkriegen. Kleine Schuppen kann man von Lachsmonstern erbeuten.
Ich hoffe, ich mache euch nicht zu viele Umstände. Nein, denn Level-Ups sind immer gut. Das heißt, wir können jetzt hier runter. Wir haben keinen Schnellreisepunkt beim Abwehrgeschütz. Wir gehen mal zum Haupttor. Jetzt hätten wir ja auch Lachsmonster finden. Das gab 200 Damage. Und du bist ein niedlicher Unkoper. Ja, Stufe 9. Und irgendwo hier im Wasser werden wir doch wahrscheinlich Lachsmonster finden, oder? Schwimmen können wir auch. Nur kämpfen im Wasser wird schwierig. Du bist Level 6. Du gibst noch ganz gute Erfahrung. Na komm, ich will dich jetzt sagen. Kann ich auch noch mal gucken. Und zwar mehr physische Abwehr. Um 2 Punkte. Aber hier kann ich physische Abwehr hoch, was mir 15 Punkte gibt. Und Giftschutz, dass ich 10% weniger Giftschaden kriege. Physische Abwehr ist gut. Ich wüsste nur trotzdem gerne, wo hier Lachsmonster sind. Und was ich auch gerne wüsste. Hier Sammel-Items, Kollektion. Können wir nämlich auch wieder ein bisschen was auffüllen. Agilität 2. Und hier den Weißkäfer. Mehr haben wir noch nicht. Doch, in den Tefra-Höhlen haben wir schon ein paar Sachen. Und andere ist wahrscheinlich was extrem Seltenes. Na gut. Ah, die ganzen Harmoniegespräche, wo wir dann schon sehen, mit wem und wie. Na, das sind unsere ganzen Trophäen. Und Items ist einfach, was wir haben. Genau. Gut. Hey, der hat immer noch Alkohol auf mich. Ja, mein Leben. So, von hinten 660 Schaden drauf und von der Seite nicht ganz verstehe ich das. Aber die Unko sind nicht schwer. Ich würde aber trotzdem gerne so ein Lachsviech finden. Und da krabbeln Spinnen rum. Zackenzangler. Und da ist ein Item auf der Mitte. Mal hinschwimmen.
und Tannenzapfen. In dem Spiel kann man relativ viel erkunden, vor allem weil wir hier jetzt sehen, hier hinten gibt es schon wieder irgendwas. Regenbogenzirkon. Süßer Wasabi. Rokette. Aber mehr gibt es hier nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch das hier rumschwimmende Item. Nehmen wir mal an die andere Seite. Und dann ist die Folge auch schon wieder fertig. Hier drüben sind wir, glaube ich, ein bisschen schneller. Ich weiß zwar nicht, was schneller ist, aber laufen kommen wir irgendwie schneller vor. Ja. Ein Seeflami. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, denkt dann, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.